Hallo, ich mache heute eine Pizza Lena Spezial. Meine Töchter haben sich mal wieder eine Pizza gewünscht zum selber machen und da habe ich auch Lust drauf, nur muss ja meine ein bisschen anders aussehen. Wir machen unten gleich einen glutenfreien Teig und da machen wir uns jetzt schon mal eine Tomatensoße in Kombi mit ein bisschen Hack und ein bisschen Gemüse dazu, weil ich bei diesen Salami oder Schinken, also Schinken bin ich ja gar nicht dabei wegen dem Schweinefleisch. Wir nehmen Rinderhack und mit dem Salami habe ich immer ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie die das gewürzt haben, wegen diesem Zwiebel, Knoblauch, da möchte ich alles weglassen. Deswegen bastle ich mir jetzt hier so ein bisschen was selber. Rinderhack habe ich schon erwähnt. Ich habe mir eine Tomatensoße selber gemacht, die ist auch Zwiebel-Knoblauchfrei. Ich zeige euch nachher, ich stelle euch mein Video noch rein, wie ich die Tomatensoße gemacht habe. Könnt ihr euch im Anschluss dann anschauen. Geht super einfach, ich lasse sie nur eine Stunde köcheln, einfach damit das richtig geil aromatisiert und ein bisschen eindickt. Aber wie gesagt, könnt ihr euch dann später anschauen. Wir machen uns unser Gemüse fertig, braten das an mit dem Fleisch zusammen, einfach ein bisschen Olivenöl in die Pfanne und dann kommt das Fleisch hier rein. So, zwei Karotten, bisschen Tomaten und dann geben wir auch schon Gas. Mein Gemüse habe ich mir klein geschnitten. Ich habe 1,5 Karotten, das hat mir jetzt dann doch gelangt, habe ich klein geschnitten, halbiert und kleine Cocktailtomaten geviertelt. Was ich eben vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr dürft oder wenn ihr das einfach mögt, wenn euch das schmeckt, könnt ihr nachher noch frische Champignons dran machen. Aber checkt es ab, ob ihr das essen dürft. Und was ich mir rausgeholt habe, ist noch, das habe ich immer im Tiefkühler, dann kann ich es mir einfach portionsweise immer rausholen, wie ich es mag, ist Blattspinat. Das werde ich mir nachher aber, wenn ich meinen Teig ausgerollt habe, mit meiner Soße bestreichen und lege mir dann immer mal da so ein bisschen Spinat darüber mit da rein. Und ganz zum Schluss reiben wir uns noch den Schafskäse vom Lidl. Ich hole mir den als Block, den finde ich richtig gut. Dann kann ich mir so viel reiben, wie ich möchte, oben drüber. Weil eine Pizza ist keine Pizza ohne Käse. Wir starten mit unserer Soße. Fangen wir mal an. Also geben wir mal richtig Gas. Das Hackfleisch zerkleinern wir ein bisschen. Und dann können wir auch dann gleich schon die Karotten dazugeben. Mein Hackfleisch ist jetzt fast komplett einmal durchgebrutzelt. Dann kann ich hier schon mal die Karotten dazugeben. Die brauchen ja auch immer so ihre Zeit, bis die weich werden. Tomaten warten wir noch einen Moment. In der Zeit, wo das hier so vor sich hin brutzelt, können wir uns schon mal ein paar frische Kräuter schneiden, weil ich finde frische Kräuter immer gut und vor allem in Kombination mit Tomate. Wenn wir hier gleich die Tomatensoße mit dazu machen, nehmen wir uns hier auf jeden Fall nochmal ein paar dazu. Wobei ich hier in der Tomatensoße auch schon einiges reingemacht habe, aber es kann nicht schaden. Und ich lasse mir das auch recht grob sogar. Mag ich sehr gern. Wir würzen hier unsere Pfanne schon mal mit Salz, Pfeffer und mehr müssen wir da eigentlich gar nicht machen. Ein bisschen Paprikapulver können wir dran machen. Wenn ihr es scharf haben möchtet, könnt ihr euch auch hier dann schon Chili-Pulver mit reinmachen. Ich nehme es ein bisschen runter, dann können wir die Tomaten dazu machen. Und dann mache ich jetzt aber auch schon die Tomatensoße dazu. Ihr könnt für euch dann selbst entscheiden, wie ihr das Verhältnis macht, Soße und Gemüse bzw. das Hack. Die Hackpfanne, ich gucke jetzt mal, ich mache jetzt mal nicht zu viel. Ich drehe es mir noch ein bisschen runter. Aber Tomatensoße muss ja schon dran. Das ist ja bei einer normalen Pizza auch ordentlich drauf und ich mag es sehr gern. Vor allem ist die hier sehr lecker. Ist mir richtig gut gelungen. Und vor allem auch
gut scharf, ist schon eine ordentliche Schärfe drin. Ich habe mir da ein bisschen Chili mit reingemacht. Wow. Ich mache mir meine Kräuter dazu. Basilikum und Petersilie. Das lasse ich jetzt mal, ja, 6, 7, 8 Minuten. Ich gucke mal vor sich hin köcheln, aber bei kleiner Flamme. Ich nehme sogar noch mal eins weg. Und dann werde ich das mal abschmecken. Und dann lasse ich es auch stehen. Ne? Also wie ihr merkt, es ist wieder sehr ruhig. Meine Kinder sind auch in der Kita, mein Mann ist arbeiten. Und das ist auch wieder ein Gericht, was man überragend vorbereiten kann. Also ich mache auch gleich mit euch zusammen schon den Boden. Dann tragen wir das hier auf. Allerdings lasse ich das da ein bisschen abkühlen, damit der Boden nicht so wässrig ist. Wenn die Soße zu heiß ist, wird mir der Boden unten drunter, verschwimmt er mir ein bisschen. Und dann tragen wir den Käse auf und dann warten wir, bis es Abend wird. Dann mache ich mit meinen Mädels zusammen denen ihre Pizzen und dann kommt das nachher in den Ofen. Also wie gesagt, das hier bleibt jetzt mal ein bisschen für sich. Ich gucke schon mal, dass ich was vorbereite für den Teig. Zeige ich euch gleich alles. Und dann machen wir gleich weiter. Für meinen glutenfreien Teig, Pizzateig, habe ich mir jetzt mal eine fertige Mischung gekauft. Ich habe noch selber kein Rezept ausprobiert, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Hier habe ich mir einen gekauft, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau wo. Ich glaube, das war bei Alnatura. Den habe ich schon mal gemacht, super einfach, der ist auch echt lecker. Das heißt, wir machen hier unsere Mehlmischung. Ich knete mir das jetzt mal wieder im Thermomix durch. Alles rein. Dann möchte der von uns nur ein bisschen Wasser. Und ich mache mir noch Salz mit rein, weil ohne Salz geht bei mir eigentlich echt nichts. Und ich fand den, als ich den schon mal gemacht habe, hatte ich kein Salz dran. Da fand ich den ein bisschen läppsch. So, deswegen machen wir uns hier ein bisschen Salz mit dran. Und wie viel Milliliter warmes Wasser will er? 250 Milliliter. Hatte ich mir hier noch nicht vorbereitet. Und er möchte noch 2 Esslöffel Olivenöl. Esslöffel. Ich lasse meinen Teig jetzt 3 Minuten ordentlich durchkneten. Ja, braucht er noch nicht mal. Und dann verstreiche ich den hier mit ein bisschen Olivenöl erstmal und dann mit glutenfreiem Mehl. Habe ich hier wieder so eine ganz normale Universalmischung mit Hilfe von meiner Ausroller. Und dann lege ich das erst aufs Blech und mache mir dann meine Hackfleischmischung mit drauf. Mir langt es jetzt hier schon. Bestreichen wir uns das hier ein kleines bisschen. Ja. Ich nehme hier sogar noch ein bisschen. Okay, das schaut gut aus. Dann kommt der Teig jetzt hier gleich drauf. Mein Teig schaut so aus. Alles hier drauf. Wundert euch nicht, der ist ein bisschen wappiger, wie ihr vielleicht einen anderen oder einen glutenhaltiger Pizzateig gewohnt seid. Das ist aber normal und es ist auch hier erwünscht. Wir machen Mehl drüber und jetzt verstreiche ich den schon mal ein bisschen mit meinen Fingern. Und da merkt ihr ja auch schon die Konsistenz oder wie er sich verstreichen lässt, ob wir noch ein bisschen Mehl brauchen.
So, ich komme hier gut hin. Machen wir das schon mal so grob in jede Ecke. Mehl drüber, mein Ausroller. Und dann könnt ihr das ja, wie ihr das möchtet, ne? Von der Dicke her, ob ihr das ein bisschen kräftiger lässt oder ob ihr die sehr, sehr dünn ausstreicht. Ganz nach eurem Geschmack, wie ihr das möchtet. Ich guck mal, wie weit ich hier komme, ohne dass der mir irgendwelche Lücken hier reinkommt oder was der mir einreißt. Aber in der Regel schafft ihr mit so einer Fertigmischung schon so ein ordentliches Blech voll. Mir gefällt mein Teig hier sehr gut. Der fühlt sich toll an. Dann ziehe ich mir das jetzt auf das Backblech und dann können wir es auch schon fertig belegen. Meine Soße habe ich gerade probiert, ist zum einen mega lecker und zum anderen auch schon kalt, sodass wir das dann wirklich alles fertig machen können. Ab in den Backofen, den wir natürlich auslassen. Und dann backen wir die uns nachher, wenn die Mädels ihre gemacht haben, backen wir uns die fertig. Und dann zeige ich euch auch, wie meine aussieht. Jetzt kommt die erstmal auf das Blech. Ziehe ich mir hier einfach drauf. Ich reibe mir schon mal meinen Schafskäse vor und dann zeige ich euch gleich, wie ich mir meine Pizza vorbereite. Wir belegen die Pizza mit unserer Tomatensoße, was wir uns hier schon vorbereitet haben. Abgekühlt ist er. Mal alles drauf. Auch mein Mengenverhältnis hier ist auch schon wieder Bombe. Ich finde, das passt so mega gut. Wenn ihr euch auch Tiefkühlspinat habt auftauen lassen, lasst den wirklich warm werden und drückt den ganz doll aus. Also wirklich in die Faust nehmen und richtig zudrücken, sodass dieses Gefrierwasser abläuft, damit uns das hier nicht alles viel zu wässrig wird. So, dann verteilen wir mal den Spinat so ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich überhaupt alles nehme. Wie gesagt, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt bezüglich dieser Champignon-Geschichte. Ich werde mir hier jetzt mal ein paar draufschnibbeln. Aber auch wirklich nicht viele, weil ich weiß, Champignons ist generell nicht gut verträglich, beziehungsweise nein, verträglich schon, aber schlecht verdaulich, sagen wir es mal so. Ich komme damit klar in geringen Mengen, aber ich möchte einfach meinem Bauch jetzt auch nicht die Arbeit antun, die er braucht, um das richtig oder in großen Mengen zu verarbeiten. Also machen wir hier wirklich auch nur so ein paar. Ich bereite mir gerade schnell welche vor und lege die noch so dazwischen. Das langt mir so an Pilze. Dann mache ich jetzt hier meinen Käse drüber, das Finale meiner Pizza. Ich habe mir hier einen kompletten Block von dem Schafskäse gerieben und den verteile ich jetzt auf meiner Pizza. Und dann, wie gesagt, kommt die in den Backofen und wartet darauf, bis ich sie anmache und fertig backe. So, fertig. Ich zeige euch nachher, wie mein gutes Stück aussieht. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Alles, alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Macht's gut, bis ganz bald. Lasst es euch schmecken und schaut euch mal an, wie ich die Tomatensoße gemacht habe. Lasst mir einen Daumen oben da und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!